Hallo Leute, weiter geht's mit Xenonauts 2. Wir sind nach wie vor hier in unserer ersten Terrormission und Versagen ist keine Option, denn das würde bedeuten, dass das Paniklevel um 30% in Südamerika steigt. Wir haben zwar schon einen Verlust hier und unseren anderen Kämpfer und Kämpferinnen sind auch schon ordentlich angeschlagen, aber wir haben hier noch ein großes Gebäude vor uns, sehen schon drei Aliens. Diese aquatischen Wesen. Wir haben hier aber noch mal eine Straße dazwischen und wollen halt jetzt so langsam unsere Scharfschützen nach vorn holen, die so ein bisschen hier hinten noch gegen diese schwebenden Schwebepanzer, fliegende Brutkästen oder was es ist, gekämpft haben. Das war hart genug. Ein Schuss reichte aus von diesen Schwebepanzern der Aliens, um den Soldaten von uns zu killen, das war gruselig. Hier, er stand sogar hinter halber Deckung, aber hat den nicht interessiert. Wir beenden die Runde. Ja, ich weiß, der hat noch ordentlich Zeiteinheiten, aber wir kommen da nicht rüber alleine. Wir brauchen da Verstärkung. Das sind übrigens nicht die fliegenden Brutkästen, das sind ja die kleinen Verwandten von denen. Umgekippte Bürostühle. Keine Ahnung, was das für Teile sind. Wir haben drei neue Alienrassen jetzt hier kennengelernt in der Mission. Das ist schon krass. Aber wir sind schon dran, okay. Ist die Hecke im Weg? Die halten ungefähr ihre Position. 94%. 29 und 29, das sind 58. Leider haben wir 57. 38 und 9 sind 47. Ah, da können wir uns auch nicht mehr zurückziehen. 46% ist mir ehrlich gesagt zu wenig. Was ist denn hier mit diesem Dreifachschuss? Wir probieren es mal. Ja, waren zwei Treffer dabei. Gleich wieder zurückziehen. Kannst du die Tür noch schließen? Nee. Sie sollte, glaube ich, ihre Waffe holen, oder? Nicht mehr genügend Zeiteinheiten. Er steht halt hier hinter dem Auto, wenn wir von hier mit dem MG drauf schießen wollen. Das bringt nichts. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, hier nochmal mit dem Sniper oder mit der Sniperin zu agieren. Auch wenn mir das überhaupt nie gefällt, hier die Deckung zu verlassen. 50%. Das ist zu nah sozusagen oder was? Ja, uns fehlt dann. Das gibt's doch nicht. Dieser olle Busch. Hier hatten wir 84. Komm schon. Sehr gut. Jetzt heißt's. Ja. In Deckung gehen, aber wir haben einfach. Ihr seht's ja. Zu wenig Zeiteinheiten. Können wir uns bloß hinknien und das Beste hoffen. Die gute Katana kommt ja auch nicht mehr rüber.
Ein Sniper hätten wir noch. Jetzt müssen wir den hier auf die linke Flanke verlegen. Aber wisst, Autos sind nicht die optimale Deckung. Wir könnten ihn auch hier drüben hin verlegen, komm. Hier holen wir für die rechte Flanke Unterstützung. Ja, wir wissen, dass die alle noch Zeiteinheiten haben. Krass, oder? Also, ohne Deckung dastehen. Ist absolut tödlich. Wahnsinn. Und sie hat auch noch Blutungsschaden. Aber ich muss sagen, dann braucht sie unbedingt Heilung. Kann sie nochmal zurückschießen? Das ist schon zu riskant. Wenn der zurückschießt, war's das für sie. Wir brauchen unbedingt bessere Panzerung. Ich habe ein bisschen Angst, dass die hier durch die offenen Türen durchschießen. Zutrauen wert sehen. Gehen wir hier hinter der Mauer in Deckung. Prozent. Da ist irgendwas im Weg. Das Auto. Prozent. Einfach zu weit weg, denke ich mal, oder? Ne, Cloaking Field. Ach, die haben ein Tarnfeld. Aha. Also mir war schon klar, dass sie hier irgendwas um sich drum haben, aber dass das halt Tarnung, also dass das die Trefferchance senkt, wusste ich noch nie, aber ich sag's ja immer wieder. Rechts unten seht ihr das, Leute. Wir lesen keines klar im Vorteil. Also ein Tarnfeld, was unsere Trefferchance verringert. Ja, das macht die Teile natürlich noch gefährlicher. Aber es nützt alles nichts. Wir müssen hier mal weiter vorrücken. Wir sind jetzt hier drei Leute auf der rechten Flanke. Zwei davon mit normalen Gewehren bewaffnet. Was? 53%. Sollten wir mit Granaten arbeiten. Erstmal ein bisschen näher rangehen. Da ist natürlich noch ein Alien. In der nächsten Runde dann ihre Blendgranate zum Einsatz bringen. Links daneben war ein Fenster schon offen. Muss man da noch ein Fenster zerstören? Mensch, 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 Mensch. Nachladen. Dann lasst uns hier über die linke Flanke vorrücken.
war ja noch ein, auch noch ein Alien. Das Schild hat noch 46 Trefferpunkte. Und sie hat auch noch eine Blendgranate. Lasst uns mal davor stellen. Als Schild. Ist ja Job. Katana. Die Schildmaid. Das war's. Runde beenden. Alte Stellenhäuschen scheinen keine ordentliche Deckung zu geben. Oh mein Gott. Das ist doch gruselig, ehrlich. Der schießt durch die Scheibe durch. Das ist doch... Kannst du mir doch nicht erzählen hier, ey. Ehrlich. Dreh ich durch bei sowas. Also verlasst euch ja nicht auf diese Haltestellenhäuschen. Aber das ist doch... Klar, ist oben Scheibe, aber... Meine Güte, ey. Das läuft. Den müssen wir jetzt hier auseinandernehmen. Ja. Sie hat das Schild verloren. Es sind halt noch zwei Aliens im Hintergrund, mindestens zwei. Auch nicht schlecht, 0% Trefferchance. Drex Cloaking Field, sorry für den Ausdruck, Leute, aber mir geht das auch noch auf den Zeiger, dass wir hier, naja, egal. Nicht aufregen, Sahar Doom, cool bleiben. Es ist halt nichts, 56%. Cloaking Field deaktiviert. Schatten deaktiviert das anscheinend. Ja, die sehen schon aquatisch aus hier. Kommt von einem Wasserplaneten. Granate. Hat der noch eine Splittergranate? Sprengladung, die macht nur 25 Schaden. Das überlebt das Alien. Hätte freie Treffer, freie Sichtlinie da hinten, aber das ist halt nichts. Sie hat zu wenig Zeiteinheiten. Da ist das Auto im Weg. Da
Da ist das Auto im Weg. Da ist der Busch im Weg. Brauche erstmal einen Schluck Kaffee. Keine Angst, ich geh den jetzt nicht machen. Ich hab den hier da, Leute. Noch ein Alien. Das ist halt nichts. 13%, ey. Das nützt nichts. Wir müssen es probieren, auch wenn es ein Witz ist. Aber unterdrückt. Schon mal was. Das Riesenproblem ja an den Scharfschützen ist, dass die Gewehre unfassbar viel Zeiteinheiten benötigen. Die können dann höchstens mit der Pistole drauf schießen. Travon. Hecke. Ist natürlich ein Witz eigentlich, ne? Als Deckung. Wow. Es sind halt noch 4 Aliens. Haben wir. Einer weniger. Wir können uns leider nicht mehr decken. Ducken. Die Mission kann auch komplett in die Hose gehen. Der Pista ist hier schwer unter Druck. Sie muss in den Nahkampf, aber sie hat noch eine Blendgranate. Wir können uns hinter den Bus in Stellung bringen. Bis dahin kommt sie. Das gefällt mir hier halt überhaupt nicht. In zwei Seiten. Aber wir können nichts machen. Wir können nur hoffen, dass sie nicht treffen. Das läuft richtig bescheiden jetzt hier. Da lief der Anfang besser gegen die schwebenden Panzer. Meine Güte, die haben sich halt so verschanzt hier. Ein Loch reinsprengen. Ich kann dann zweimal angreifen.
Okay, um den müssen wir uns erstmal kümmern. Das Messer macht 26 kinetischen Schaden. Das ist zu wenig. Die rechte Haushälfte ist halt noch stabil geblieben. Könnt ihr die Blendgranate werfen? Mach das mal bitte. Gut. Scheiße, achso. Dings ist ausgewählt gewesen. Da haben wir nicht mal genügend Zeiteinheiten. Die Pistole war ausgewählt. Das Cloaking Field. Wir müssen den killen, ansonsten war's das für Kitana. Echt durchschauen. Die nehmen uns hier auseinander, diese ollen Tarnwesen. Komm einfach nicht ran. Mit der Pistole 40% können wir zweimal können wir drauf schießen. Wir probieren es, es nützt alles nichts. Ein Treffer, ja, was versucht. Bye bye, Kitana. Schuss. Du schaust mal, ob du das Alien siehst hier hinten? Nö. Das ist auch alles im Weg, was im Weg sein kann. Mauer, das ist halt das Problem. Wir könnten die Splittergranate noch werfen. Ah, 39 kostet das halt. Hier rechts ist halt auch noch ein Alien.
Bisschen Verzweiflung jetzt hier bei mir, ehrlich gesagt. Runde beenden. Also hier ist wenigstens die Wand zerstört worden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das das Alien selbst war oder wir. Hier mit dem Überwachungsschuss. Hier rechts hat man auch Schwein, dass das mal nicht getroffen hat. Eins weniger. Sie hatten nur noch das Messer. Zeiteinheiten sind so wichtig. Ich sag's euch. Aber wir schießen doch von der Seite. Steht halt hinter diesem ollen Pult. Vier HP macht Kitana. Hier irgendwo muss das Alien, warte mal, das hat hier durchgeschossen, also hier an dem Fenster müsste es stehen. Ich gedacht. Ah, oh, da hinten steht's. Wir wissen mal, wo das. Also voraussichtlich ist es das letzte, aber war im zweiten Stock nicht auch noch eins? Ne, gibt gar keinen zweiten Stock. Gut. Die Mission möchte ich jetzt noch zu Ende bringen. Auch wenn wir schon fast am Ende wieder sind. Was für eine Katastrophenmission auch wieder. Das sind halt nur halbe Wände hier, da müssen wir aufpassen. Da kann ja durch das Fenster durchschießen. Kommst du bis dahin? Nö. Nicht mal bis dahin kommst du. Die zwei sollten fein sein hier. Wir können den Kreis um das letzte Alien halt noch versuchen, ein bisschen enger zu ziehen, indem wir halt die letzten paar Zeiteinheiten ja auch noch ausgeben. Du geh mal ein Stück nach hinten. HP noch.
Den müssen wir unbedingt noch wegbewegen. Beziehungsweise sie. So machen wir das. Runde beenden. Hier ist eine Tür. Gibt's überhaupt noch einen Unverletzten? Die Tatjana. Tatjana hier ist eine Unverletzte, ist die einzige. Sie lassen wir ja bloß mal durchs Fenster gucken. Okay, das Alien hat sich bewegt. Irgendwo hier in dem Bereich müsste es sein. Wir müssen noch vorsichtiger vorgehen in den zukünftigen Missionen, solange wir keine bessere Panzerung haben. Noch mehr Deckung, vielleicht noch viel mehr mit Rauchgranaten arbeiten. Ein Schuss. Noch drin. Ich will jetzt auf keinen Fall noch jemanden verlieren hier. Wir haben schon drei Leute verloren. Mehr als genug. Ich finde, das Auto hatte schon einen Treffer abgebekommen. Nicht, dass wir uns dort hinstellen und dann macht's bumm ins Auto. Schwein. Wir haben auch niemanden mehr mit Schild, den wir vorausschicken können. Wir schicken die mit den meisten HP oder die oder den mit den meisten HP raus. 48, 35, 54, 37. Ja, das ist die, die noch keinen Kratzer abgekriegt hat. Mal die Tür auf hier. Wir pimmeln hier nicht lange rum, Leute. Wir ballern hier mit Granaten rein, dass das Cloaking Field erstmal wegfliegt. Haben wir noch Granaten? Dann wird nachgestoßen. Wollte ich nicht, wollte ich nicht. Ich wollte es nicht. Glaubt mir, ich wollte da nicht doppelt draufklicken. Oh mein Gott. So viel zu Granaten. %76. Das ist okay. Feuerfrei. Gott sei Dank ist die Mission zu Ende. Der Anfang war hart. Gut, dieser Schwebepanzer-Einschuss passiert, aber dann, ach, hinten raus, diese ollen Stealth-aquatischen Viecher hier.
Da hätten wir müssen noch vorsichtiger vorgehen, weil die treffen echt gut. Meine Güte. Katana hat überlebt, auch wenn sie das Schild weggeballert haben. Oh Gott, schaut euch das an hier. 11 getötete Aliens, das kam mir vor wie 20. Verlorene Xenonauten 2? Hä? Hätte gedacht, wir haben 3 verloren. 1. Hat irgendjemand schwerst verletzt überlebt? Anscheinend noch. 2 gefallen, aber wir hatten doch 3. 3 waren doch down. Soll uns recht sein. Haben wir 2 Verluste, aber trotzdem eine miese, miese Mission. Nehmen wir natürlich an hier, aber ihr könnt euch, oh, 37 Minuten schon. Krass, ihr könnt euch sicherlich denken, erst in der nächsten Folge machen wir weiter hier, Leute. Schreckerleiche, Alien Jetpack, Aleniumbombe, Magnetwerfer, Cyber-Drohnenfrack, Kanonendrohnenfrack. Was sind das für Gegner? Meine Güte. Ja, Leute, Däumchen nach oben, was in die Kommentare. Und abonniert den Kanal. Würde mich tierisch freuen und würde mir auch so ein bisschen zeigen, dass es euch gefällt, was ihr hier seht. Wir sehen uns in der nächsten Folge bei Xenonauts, sprich morgen. Bis dahin, bye bye, euer Sadu.